In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie Sammelrechnungen im Teileverkauf abbilden können. Ob ein Kunde eine Sammelrechnung erhält oder nicht, wird in der Debitorenkarte festgelegt. Dazu öffnen wir uns die Liste und suchen uns den Debitor raus und öffnen diese. Im Register Fakturierung unter dem Punkt Sammelrechnung kann ein Haken gesetzt werden. Ist dieser gesetzt, werden die Aufträge als Sammelrechnungsaufträge gebucht. Wir setzen hier einen Haken und öffnen gleich einen Teileverkaufsauftrag aus der Debitorenkarte. Es erscheinen noch die Hinweistexte, welche wir mit OK bestätigen. In der Auftragsbearbeitung gibt es noch keine Unterschiede. Wir erfassen wie gewohnt unseren Artikel und die Menge. Danach können wir auf Buchen und Drucken gehen. Hier gibt es zwei Unterschiede. Die Haken bei Sammelrechnung und nur liefern sind automatisch gesetzt. Das bedeutet, dass durch den Buchungsvorgang nur ein Lieferschein erzeugt wird. Wird für einen Sammelrechnungskunden ausnahmsweise eine sofortige Rechnung benötigt, kann der Haken bei Sammelrechnung jederzeit entfernt werden. Wir klicken hier dann auf OK, um den Lieferschein zu erzeugen. Nehmen wir das Escape raus, weil wir ihn nicht ausdrucken wollen. Nun ist der Lieferschein gebucht. So können Sie beliebig viele Aufträge bis zum Tag der Abrechnung erstellen. Nun schließen wir unsere Fenster und geben im Suchfeld Sammelrechnung ein. Danach wählen wir den Menüpunkt vom Teilhandel Verkauf aus. Hier können Sie das Datum der Sammelrechnung ändern. Hier können Sie entscheiden, ob Sie die Sammelrechnung gleich buchen oder eine ungebuchte Rechnung erstellen wollen. In unserem Beispiel geben wir hier keinen Haken hinzu, denn wir wollen vorher die ungebuchte Rechnung kontrollieren. Hier können Sie Filter eingeben, um zum Beispiel nur für einen Debitor eine Sammelrechnung zu erstellen. Wir gehen hier dann auf OK, um den Vorgang zu starten. Und hier klicken wir auf OK. Nun sind die Sammelrechnungen abgeschlossen. Nun sind ungebuchte Rechnungen erstellt worden. Diese finden wir unter Teileverkaufsrechnungen. Hier ist auch schon unsere Sammelrechnung. Die Sammelrechnung wird übersichtlich gegliedert. Es wird für jede Ausgabe die jeweilige Lieferscheinnummer sowie das Lieferscheindatum angedruckt. Ist die Rechnung in Ordnung, kann sie mittels Buchen und Drucken gebucht werden. Hier wählen wir dann noch Drucken aus, um die Rechnung zu drucken. Okay. Als letzten Schritt müssen wir die soeben fakturierten Aufträge aus der Liste der offenen Aufträge rauslöschen. Dies erfolgt über einen Sammellauf. Dazu geben wir in allgemeinem Suchfeld Erlädt ein und wählen erledigte Aufträge löschen aus dem Teilebereich. Hier müssen wir nur noch bei der Fehlerbehandlung auf Fehler überspringen umändern und klicken danach auf OK. Somit wurde auch die Auftragsliste bereinigt und die Sammelrechnung ist abgeschlossen.